Der Fahren kann beginnen, sobald du alle Bauteile übersichtlich auf eine saubere Arbeitsfläche gelegt und sie einmal mit dem Lieferumfang abgeglichen hast. Los geht's! Jetzt ist der Technik-Nerd in dir gefragt. Zuerst nimmst du das Technikbündel mit den zwei Motoren und checkst, welcher Motor das längere und welcher das kürzere Kabel hat. Der Motor mit dem längeren Kabel wird in das Loch der Silikonhülle eingeführt und in der Nase vorne platziert. Nun ist Körpereinsatz gefragt. Weite die ovale Öffnung des Silikonteils, indem du sie umgreifst und etwas Druck ausübst. Jetzt kannst du den zweiten Motor mit dem kürzeren Kabel in einem 45-Grad-Winkel vorne in die Öffnung bis an den Boden schieben. Jetzt, da beide Motoren sitzen, müssen die Kabel sauber in der kleinen Öffnung des Technikbündels platziert werden. Setze nun das Bündel ebenfalls in die Silikonhülle ein. Achte bitte darauf, dass das Silikon den Kunststoff des Technikbündels sauber umschließt. Hebe dazu den vorderen Teil der Silikonhülle leicht an und stülpe sie vorsichtig über. Wichtig ist an dieser Stelle, dass zwischen der Silikonhülle und dem Technikbündel keine Kabel zu sehen sind. Bevor es weitergeht, müssen alle Kabel sauber verstaut sein. Ab jetzt kommt es auf dein Fingerspitzengefühl an. Kontrolliere die Position des Motors in der Nase der Silikonhülle. Der Motor sollte ganz vorne an der Nase sitzen. Greife dafür den Motor von außen mit drei Fingern der einen Hand und mit der anderen Hand das Ende der Nase. Schiebe den Motor in der Hülle vorsichtig weiter nach vorne, indem du ihn mit der einen Hand an das Ende der Nase bewegst. Nun müssen Deckel und Silikonhülle auf ewig miteinander vereint werden. Darauf bereiten wir uns aber erstmal in einer Übungssession vor. Also, Kleber beiseite. Lege den Fun-Knopf mit der Schrift von der Nase weg in die Mitte der Öffnung. Als nächstes setzt du den Deckel probeweise bündig auf. Im Anschluss greifst du jeweils mit dem Zeige- und dem Mittelfinger unter das Toy, sodass du mit beiden Daumen Druck auf den Deckel ausüben kannst. Jetzt wird geklebt. Nehme den Deckel wieder ab, öffne den Kleber und verteile 2-3 Tropfen auf die Innenseite des Deckels und verstreiche diese in Form des Buchstaben T zwischen den beiden Ladekontakten. Pass bitte auf, dass kein Kleber auf die Kontakte kommt. Als nächstes musst du noch ein wenig Kleber auf die Innenseite der Kunststoffkante streichen, die zur Nase hin liegt. Jetzt bist du nur noch wenige Sekunden von deinem Do-It-Yourself-Toy entfernt. Setze den Deckel vorsichtig auf und drücke wie im vorherigen Schritt geübt von oben mit 2 Daumen für 20 Sekunden drauf. Und jetzt, press Fun to play.